diese Musik, ey. In diesem Raum finden besonders wichtige Verhandlungen statt. Er wurde von unserem Taumaturgen mit magischen Vorrichtungen versehen, um das Abhören von Gesprächen zu verhindern. Ihr könnt euch also unbesorgt auch über streng vertrauliche Angelegenheiten unterhalten. Warum errichtet ihr nicht hier euer Lager? Die Räume des Handelshauses stehen euch für die Dauer eures Aufenthalts zur Verfügung. Das ist ein äußerst großzügiges Angebot. Doch warum seid ihr so bemüht um unser Wohlergehen? Was verlangt ihr im Gegenzug dafür? Ah, eine berechtigte Frage, fürwahr. Nun, betrachtet das Angebot als Entschuldigung unseres Herrn Vorsitzenden Lolorito. Eine kleine Wiedergutmachung für die, Unannehmlichkeiten, die euch auf der Siegesfeier in Uldar widerfahren sind. Unannehmlichkeiten? Also das war ja wohl mehr als eine Unannehmlichkeit. Bedauern möchte er mit Taten ausdrücken oder mit Geld. Ja, mir wäre das Geld lieber. Außerdem, ihr seid doch hier, um die domanische Befreiungsbewegung zu unterstützen, nicht wahr? Das kommt uns Uldanern zugegebenermaßen nicht ganz ungelegen. Du bist ja bestens informiert. Ich will es gar nicht leugnen. Ja, wir sind hier, um die domanischen Befreiungskämpfer zu unterstützen. Und aus diesem Grunde suchen wir Yugiri und Gosetsu. Meint ihr die Ninja-Dame, die sich in Uldar so bewundernswert für eine Aufnahme ihrer domanischen Flüchtlingsgefährten eingesetzt hat? Und Gosetsu muss dann wohl der kräftige Samurai sein, der sie begleitet hat. Sie halten sich in der Tat hier in Kugane auf. Ach, das ist der Ventilator. Wirklich? Sie sind hier? Gerade ich hätte die Maus gehört. Oh ja, sie sind mit einem unserer Handelsschiffe gekommen. Nach ihrer Ankunft in Kugane haben sie sich nach Überfahrtsmöglichkeiten über die Rubinsee erkundigt. Sie schienen ziemliche Schwierigkeiten zu haben, ein Schiff aufzutreiben. Rubinsee? Ah, pardon, wie gedankenlos von mir. Ich will es euch auf der Karte zeigen. Willst du das? Wir befinden uns hier, in der Hafenstadt Kugane, am westlichen Ende des Inselreichs Higashi. Doma dagegen liegt hier, in der Region Yanxia auf dem Kontinent Otard. Wer also von Kugane nach Doma gelangen will, kommt nicht umhin, die Rubinsee zu überqueren. Leider ist die Rubinsee derzeit alles andere als sicher. Ursprünglich sorgte die Konföderation für Ruhe und Ordnung auf dem Meer. Bei dieser handelt es sich um eine seit langem bestehende unabhängige Gruppe von Piraten, die sich weder Doma noch Higashi zugehörig fühlt. Als Entgelt für ihre Dienste verlangten die Piraten, die Meister der Schifffahrt sind, einen sogenannten Rubinzoll. Als die Galea vor 25 Jahren Doma besetzten, ließen sie die Konföderation gewähren. Was auf dem Meer geschah, kümmerte sie nicht. Jetzt hat sich das geändert, hä? Doch seit die neue Statthalterin von Doma ihr Amt angetreten hat, weht ein anderer Wind. Sie hat die Piraten ausdrücklich zu Feinden des Kaiserreichs erklärt und verkündet, dass jeder, der sich mit ihnen auf einen Handel einlässt, ebenfalls als Feind betrachtet wird. Nett. Higashi hat sich dem Druck der Galea gebeugt und die Zollzahlungen nun eingestellt. Schon vorher stellte eine Reise nach Doma aufgrund der zahlreichen Aufstände eine äußerst waghalsige Unternehmung dar. Doch jetzt herrscht nicht nur auf dem Festland, sondern auch auf dem Meer das absolute Chaos. Ich verstehe. Unter diesen Umständen dürfte es schwer sein, ein Schiff zu finden, das die Überfahrt nach Doma wagt. So ist es.
Eure Freunde schienen jedenfalls ziemlich verzweifelt zu sein. Das glaube ich gerne. Wenn das so ist, schlage ich vor, dass wir uns ebenfalls nach einer Überfahrt zum Festland umsehen. Falls Yugiri und Gosetsu bereits nach Doma übergesetzt sind, benötigen wir ohnehin ein Schiff. Und falls sich die beiden noch in Kugane befinden, stoßen wir vielleicht bei der Suche nach einem Schiff auf sie. Gut, dann lasst mich euch bei der Suche behilflich sein. Ich musste Herrn Lolorito ausdrücklich versprechen, euch meine vollste Unterstützung zukommen zu lassen. Ich vertraue dem Kerl nicht. Und dem da auch nicht. Ich vertraue keinem von dem. Der treibt doch bestimmt schon wieder irgendein Spiel. Was krieg ich denn? Das wüsste ich jetzt gerne noch. Warum halb würde ich dann wahrscheinlich gerne mich zumindest schon mal anmelden? Denn je nachdem, wie schnell wir an ihn kommen, wäre es ja gar nicht verkehrt. Da haben wir nämlich so eine Zeit von 30 Minuten. Sollte ja ungefähr passen. Dann wären wir so um 11, kurz nach 11 durch. Der ist echt süß. Okay. Du kannst die Zeichnung von Yu-Gi-Oh! Und Gosetsu im Inventar für Schlüsselgegenstände benutzen. Hier noch einmal anzusehen. Benutzt die Gegenstände in dieser Nähe und damit ihr euch zusammen von einem Finus-Zeichen-Talent überzeugen könnt. Okay. Irgendwie nach da hinten. Achso, gut, dann. Okay, direkt schon mal verlaufen. Noch einfach hier hochgehen. Das war eigentlich mein. Doch, das war mein eigentlich auch gedacht. Oh, ist das schön hier. Ich will hier nie wieder weg. Es wird wahrscheinlich nur Ewigkeiten dauern, bis ich mich hier zurechtfinde. Zumindest schon mal statt iteriert. Hier noch ein Etherit. Ja, Giri. Auch noch einer. Denn dann müssten wir ja weiter alle haben.
Badehaus. Hier. Warte. Bitte. Ich hab's mir gedacht. Pass auf, und gleich hört man sie. Okay. Hier schon mal der Mobilpostbote. Oh Gott. Man kann hier tatsächlich runterfallen. Nett. Wirklich nett. Hier ist noch irgendwo einer. Ja. Den nehmen wir auch gleich mal mit. Wir haben auch immer noch nicht alle. Wahrscheinlich den da habe ich übersehen. Okay. Hab ich irgendjemand gesehen? Zumindest die eine Questreihe noch abschließen. Und wir wissen, was in dem Paket ist, was wir da kriegen. Okay, der kam hier zumindest vorbei. Okay, jetzt also noch Kapitäne befragen. Ach ja, wir werden niemals Feierabend haben. Nee. Warte mal. Huch. Vielleicht sollte man nicht unbedingt gegen einen Tisch rennen. Oh, hallo Wache. Nee, da komme ich nicht rein. Autsch. Das muss wehgetan haben. Da ist nichts weiter. Hier hinten ist so einer. Und es fehlt auch nur noch einer.
wo? Warte mal, kann ich von da oben? Da einmal rüber? Ja, kann ich. Tada. Gefunden. Hin. Warte mal, kam ich darüber? Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, wenn ich da irgendwie runterkomme. Gehe ich da auch irgendwie runter. Und dann laufen wir halt den Weg. Ist ja nicht weit. Da hat sie sich versteckt. Toll. Ich krieg nur diese komische Zeichnung. Gut. Dann melde ich mich einmal für die letzte Indie für heute an. Mal sehen, wie lange es dauert. Kann ja sein, dass es schnell geht. Mal gucken. Hier meint das jetzt hier oben? Ich glaube. Ja. Oh, ist das süß. Ich brauche das Ding. Ich muss es haben. Ich will es haben. Oh mein Gott, ist das süß. Er spricht. Ich will das Ding haben. Haben will. Haben will. Das Viech brauche ich noch in meiner Sammlung. Sieh mal auf der Warteliste. Das geht aber verdammt schnell.
müssen wir einmal hin. Hoffe natürlich nur, dass das nicht wieder während einer Sequenz passiert. Haben wir ein Problem. Scheinbar. Ach doch. Ich will dir auch gerne noch mal die Umgebung sehen vorher. Ja, das ist mir egal, ob es ein Spion sein könnte. Ich will eigentlich nur noch mehr hiervon sehen, bevor wir irgendwie in die kommen. Okay, 5 auf der Warteliste. Dann einmal wieder zum Gasthaus zurück. Näher kommen wir leider nicht an die Sache heran. Okay, das ist sowas. Schade. Okay, das kriegen wir jetzt natürlich nicht mehr hin. Okay, dann gebe ich hier noch ein paar Dinge ab. Die ich jetzt hier noch so habe. Dann haben wir wenigstens was, worauf wir uns beim nächsten Mal freuen können. Ist ja auch nicht verkehrt. Glaube ich nur, dass wir da in irgendwas Gutes reinkommen. Aber ansonsten schreie ich. Leute nur noch. Der nächste Zenitkampf schalten wir mal kurz frei. So. Schießen.
Also ein bisschen das Inventar. Das Questlog hier so ein bisschen leeren. Ah. Okay. Die letzte Inni für heute. Bitte lass was Gutes sein. Sagt was Gutes. Oh. Das hier ist doch nichts Gutes. Jetzt sind nur noch am Glitzern und am Fuscheln. Ja. So, ich habe jetzt kaum irgendwas erkennen können. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, die hier ging sogar gar nicht so lang. Ich weiß nicht, was passiert. Auf die Karambolage. Ich bin hingerannt. Wenn man vorher müde war, jetzt ist man wach. Puh. Gekochtes Ei haben wir hier auf jeden Fall noch. War das das Ding mit den Leichen, die dann irgendwann kamen, die man nicht töten durfte? Nicht die Dinger töten.
Nichts. Wo auf dem Kopf muss irgendwie. Ja. Okay. Dann erinnere ich mich wenigstens richtig. Diese Inni bin ich, glaube ich, bisher nur einmal gelaufen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ich habe noch nicht viel Zeit geschaltet. Kohlezone. Ich wollte den Glitzer. Ich kann schon so weiter haben, ne? Ich wollte hier unbedingt solche Leuchteffekte haben. Jetzt muss ich uns damit leben. Stell mir mal vor, ich müsste jetzt heilen. Ich glaube, ich werde schon total überfordert. Sein muss, dass ich jetzt schon Platz an Fels und Übung bekomme. Ich glaube, ich setze mich mal morgen, aber dann wirklich erst morgen Abend wahrscheinlich, mal hin und über ein bisschen. Ein paar Indies habe ich jetzt zum Üben. Moment, wenn man bei jedem Mal, wenn man drin ist, woanders stirbt. Alle rennen in drei verschiedene Richtungen. Ja.
gut. Die Suche nach dem Weg. Von der Tankstelle. Ja. Die Frage ist jetzt, auf was haben wir jetzt gewartet? Irgendwas machen wir falsch. Ich habe keine Ahnung, was wir sagen. Das ist so. Ich hätte gerne mal Zeit zum Übersetzen.
Ja gut. So geht's auch. Bäh. Schon wieder dieses ekelhafte Klipper-Ding. Ich erschrecke mich jedes Mal für den Krieg. Stimmt, die fällt ja am Ende da hier in den Abgrund. Die gute Madame. Oh, da geht er weg. Thank you.
Haben wir's. Sehr gut. Ah ja, jetzt stehe ich ja immer noch hier. So, warte mal, wo bin ich jetzt beim nächsten Mal? Stimmt, das hier wollte ich ja machen. Gut, wir reisen einmal noch kurz zur Sonnenküste. So, und dann können wir hier beim nächsten Mal weitermachen. Mit der Klassenquest. Ich will mal irgendwas reparieren. Gut. Dann habe ich jetzt, glaube ich, wirklich alles außer Hauptszenario. Hoffe ich. Das habe ich nicht. Das habe ich. Und normaler Raid. Okay. Sehr schön. So. Ist hier noch irgendwas drin? Nee. Nee, die Mainquest mache ich nicht weiter heute. Heute muss ich leider echt zeitig aufhören. Wenn es bei mir ginge, würde ich am liebsten nur noch 3-4 Stunden weitermachen. Aber dann haben wir wenigstens was beim nächsten Mal, worauf wir uns freuen können. Und ja, dann mal schauen. Wann wolltest du den Sommer reingucken? Irgendwann jetzt im Laufe der Woche. Würde ich sagen. Schade, keine Tage. Nee. Ich würde ja am liebsten. Ich überlege gerade. Gut, Donnerstag streame ich zwar nicht, aber da hätte ich zumindest Zeit. Ansonsten, ich weiß nicht, ob du oder ob wir das im Stream machen wollen oder ob wir das mal alleine machen wollen.